Ich habe heute ein ganz schönes Thema. Ich finde die Geschichte, die ich behandle, da super toll, weil sie geht um einen Finanzbeamten. Ich war ja mal einer und André und Bernd halten noch die Stange. Bei Ihnen auch noch nicht. Ja. Oh ja, natürlich. Ja, ist gut. Genau der richtige Weg. Das war nicht das Ende, du weißt schon. Ja, manchmal wünschen wir uns, dass prominente Leute zu Jesus finden. Weiß nicht, ob das euch schon mal so gegangen ist. Mir schon öfters. Da habe ich irgendwie so einen tollen Sportler gesehen, Fußballer von Bayern München zum Beispiel, der so richtig genial drauf ist. Robben zum Beispiel, Oranje, Holland, da haben wir uns wieder. Robben ist ein ganz toller Typ, alle himmeln ihn an. Wenn er jetzt gläubig wäre und richtig Jesus bekennen wäre, wäre doch was. So Gedanken kommen mir mitunter. Oder irgendwie ein einflussreicher Politiker, Angela Merkel zum Beispiel. Ich meine, die soll ja irgendwie, gläubig soll sie wohl sein, aber ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass sie wiedergeboren ist. Gut, Gott selber kennt ihr Herz, ich kenne es nicht, Gott weiß es. Aber das sind manchmal so Wünsche, die wir haben, vielleicht geht es euch ähnlich. In dieser Geschichte ist das genauso geschehen, dass eine prominente, hochgestellte Persönlichkeit aus dem politischen Leben zu Jesus gekommen ist. Es ist genau genommen der Wolfgang Schäuble Äthiopiens, Finanzminister nämlich. Er war mit seinem Dienstwagen unterwegs und hatte auf seiner Fahrt ein einschneidendes Erlebnis mit einem Anhalter. Ich habe noch nie einen Anhalter mitgenommen. Habt ihr schon einen Anhalter mitgenommen? Ja. Ich habe es noch nie, vielleicht muss man es auch mal machen. Hast du schon mal? Also der hier hat gut daran getan, einen Anhalter mitzunehmen. Das hat sein Leben drastisch verändert, dieser Finanzminister. Um Staus zu umgehen, wir haben ja auf der Hinfahrt hierher eine Menge Staus gehabt. Und ich habe auch von Mario gehört, die sind zwar ein bisschen später losgefahren, aber hatten da auch so die Anflüge von Staus. Aber dank Navi wurde man immer drumherum geleitet und vielleicht hat er auch sowas gehabt, denn man liest von ihm, dass er dann über eine einsame Landstraße gefahren ist, vielleicht anstelle der vielbefahrenen Autobahn hat er die genommen, aber es hatte alles einen ganz bestimmten Grund. Gott hatte Vorsorge getroffen. Aber lesen wir einfach mal Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 21 bis 40. Apostelgeschichte 8, 21 bis 40. Ist falsch? 26. Ja, 26 habe ich da verschrieben. Okay. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag, also 26, ah, habe ich verschrieben. Also bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragt er ihn. Wie kann ich das verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann.
Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Das war jetzt gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Vielleicht ist bei euch auch noch ein Vers mehr drin, den ich bei mir nachher doch auch aus der Schlachterübersetzung mit bewusst auch einbeziehen werde. Also wie gesagt, eine ganz tolle Geschichte über einen Finanzbeamten, der Jesus erfährt. Da sitzt da dieser Finanzminister und braust oder vielleicht fährt er auch gemächlich mit seinem klimatisierten, noblen Audi A8 oder was fahren die so, Lincoln, vielleicht in Äthiopien oder Mercedes 600, ich glaube solche Dinger eher, diese Stretch-Limousinen, und fährt dann über die Landstraße, wie wir eigentlich gelesen haben, von Israel Richtung Heimat nach Äthiopien. Dieser Minister hat alles, was man zum Leben braucht. Er hat eine feste berufliche Position, er hat Ansehen, er hat Geld, Einfluss, auch ein bisschen Religion gehörte dazu, deswegen auch das, womit er sich beschäftigt. Alles perfekt. Wir haben noch gelesen, er ist ein Eunuch, klingt so ein bisschen strange, ein Eunuch, wahrscheinlich also kastriert, damit er am Hof der Königin nicht auf dumme Gedanken kommt und sich voll und ganz den Finanzen widmen kann. Das liest man übrigens immer wieder, auch in Persien und woanders auch am Königshof, dass dort Eunuchen in hohen Diensten standen, ja, einfach um sich ganz ihrer Aufgabe zu widmen. So vermutlich auch all diese Finanzbeamten sind einfach Eunuchen hier zur damaligen Zeit. Heute nicht mehr. Also vermutlich, wenn man sich bewerben wollte, stand da bestimmt geschrieben, naja, okay, lassen wir das. Aber so war das damals, das war also ganz wichtig für den Staatsdienst. Dieser Finanzminister ist zwar kein Jude, aber in jedem Fall ein Freund des Judentums, so wie wir das auch heute kennen, dass Menschen offen sind für Religion, für Religiosität und einfach alles mitnehmen, was sie so bekommen können. Da denke ich, findet er sich auch in guter Gesellschaft wieder. Aber extra von Äthiopien diesen weiten Weg nach Jerusalem gefahren. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, wie viele Kilometer das waren, aber ich denke, das waren schon so ein paar tausend Kilometer von Äthiopien, da im tiefen Afrika, eben nach Jerusalem, um anzubeten. Das war sein Grund, um Gott irgendwie zu suchen. Also er war schon auf der Suche. Spiritualität suchen viele. Ich denke gerade mal an Harpe Kerkeling, der auch gerne hier so in dieser Gegend unterwegs ist, so Jakobsfahrt und solche Sachen, weil er auch mal etwas Höheres sucht und ja, irgendwie glaubt, da ist doch sowas und Gott und so, alles gar nicht so verkehrt. Ja, ich vermute, dass dieser Finanzminister enttäuscht war. Das steht jetzt nicht in dem Text drin, aber ich vermute das einfach mal, weil er ist nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Aber wissen wir, wie das mit Heiden geschieht, wenn sie auf den Tempel zukommen? Plötzlich ein Schild für Heiden verboten. Dieser Tempel ist nur für die Juden. Das gab es einen Vorhof für die Heiden, wo sie anbeten durften, aber es war auch anders. Also vielleicht war er ein bisschen pikiert. Mensch, nun komme ich von so weit her und nun muss ich draußen bleiben und habe keine Chance, doch nicht ganz nah ranzukommen, weil ich habe so viel gehört von diesem Tempel, da soll Gott drin sein und nun werde ich ausgesperrt. Wer weiß, was in ihm so vorging. Er war Heide, auch Eunuch, da komme ich doch nochmal drauf zurück, ist etwas, was ihn von Gott versperrt. Gestern nochmal nachgelesen, 5. Mose 23, Vers 1 finden so etwas, dass solche Menschen keinen Zugang zu Gott haben sollten, die in irgendeiner Form, und da klingt das so, verschnitten sind. Ja, ich sag's mal, aber so steht es da geschrieben in der Bibel. Und dann war er auch natürlich noch ein reicher Mann, der sicherlich auch immer wieder auch in Gefahr lief, abgelenkt zu sein vom Eigentlichen. Also es gab schon gewisse Barrieren für ihn, um zu Gott hinzukommen. Heide, Eunuch, Reich, vielleicht noch mehrere Sachen. Aber für den Rückweg hatte er sich ein wenig Reiselektüre besorgt. Und das ist ganz wichtig, eine Jesaja-Rolle. Diese Jesaja-Rolle zu bekommen war eigentlich gar nicht so einfach, schon gar nicht für einen Nichtjuden. Aber ich schätze mal, seinen Einfluss und sein Geldbeutel, der ließ das zu, sodass er sich so etwas besorgen konnte. Er hat es ja dabei gehabt. Und so lässt er sich fahren in seiner Staatskarosse und liest. Und damit können wir auch schon auf uns so ein bisschen kommen. Wir sind auch unterwegs
nicht vielleicht in der Staatskarosse, aber einfach unterwegs in unserem Leben. Und wir entspannen uns gerade auch jetzt auf einer Freizeit, im Urlaub, suchen Abwechslung. Und vielleicht hast du auf dieser Freizeit hin und wieder auch schon zu einem Buch gegriffen, um zu lesen. Ist gut, wenn die Bibel in erster Linie das ist. Aber manchmal liest vielleicht auch andere Dinge und beschäftigt sich damit. Ich möchte über drei Punkte sprechen. Einmal, was liest du? Dann verstehst du, was du da liest. Und das dritte, handelst du danach, was du liest? Zum ersten, was liest du? Oder auch nochmal anders ausgedrückt, womit füllst du deine Seele? Es ist nämlich nicht gleichgültig, was wir lesen, was wir sehen und was wir hören. Und damit denke ich, spreche auch gerade zu uns, ja, ich schließe mich mit ein, zu uns jungen Menschen. Gehen wir ja auch noch dazu, den Berufsjugendlichen, das wisst ihr ja. Man nimmt so viel auf und es prasselt Tag für Tag so viel auf uns ein. Über Internet, über Zeitungen, über Radio, Fernsehen, alles Mögliche. Weiß nicht, was liest du? Ich habe noch schnell, habe ich es auf der Fahrt oder wo mir Jana noch gefragt, was liest man denn jetzt so? So viel lese ich nämlich gar nicht. InTouch, Bravo, vielleicht die Jüngere oder Cosmopolitan habe ich mal gehört. Was ist das über dieser Dingsbumswahl da? Ja. Ja, ihr wisst schon selber, was ihr lest. Vielleicht bei den Jungs eher Sportzeitschriften, Computerzeitschriften. Die Bibel, ja natürlich. Ja. Aber, wenn das überall so ist, ja super, ist ja gut. Aber ich weiß, es werden auch sehr viele Romane gelesen. Die werden regelrecht verschlungen. Liebesromane, Science-Fiction, Krimis, Action. Kann man alles Mögliche lesen. Ist auch nicht verkehrt. Ist ja nicht gleich Sünde, will ich mal so sagen. Gleiche gilt auch für Filme, für Computerspiele, für verschiedene Dinge, Musik auch. Wir können uns mit so vielen Dingen befassen und es ist auch gut, dass wir das ausnutzen, was wir haben. Und dennoch die Frage, womit füllst du deine Birne, womit füllst du deine Seele, dein Inneres, was nimmst du auf? Ist es nur Müll letztendlich? Auch wenn du denkst, es ist so toll, so nett und so toll, aber wenn du ehrlich bist, ach Mann, was bringt dir das? Oder ist das, was du liest, doch etwas, was dich wirklich weiterbringt? Und wenn ihr mir das schon zuruft, also Gottes Wort, etwas, was dir wirklich Stärke für die Seele ist. Was füllt deinen Speicher? Womit befasst du dich? Achte gut darauf, womit du ihn füllst. Ich meine, gerade wenn ich hier auch mal die Jungs anspreche, da sind so viele Probleme, auch Thema Internet, was man da immer wieder auch aufnimmt und ja, sich versucht vielleicht zu schützen hier und doch gelingt es dann nicht, immer wieder fällt man rein und da ist die Internetpornografie und verschiedene andere Dinge. Und ich brauche da gar nicht so viel zu sagen, weil ich weiß, dass viele auch mit dieser Thematik zu kämpfen haben. Dass das schon ein Punkt ist, womit man seine Birne, seine Seele letztendlich auch füllt und sich danach an die furchtbar schlecht und leer und einfach blöd fühlt. Und bei den Mädels sind es ja andere Dinge, die auch nicht besser sind, wo sie genau wissen, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte doch auch die Zeit anders verbringen und mit anderen Inhalten mich beschäftigen. Der religiöse Finanzminister im Kabinett dieser Königin Kandake hat sich etwas Besonderes besorgt, um sich damit zu beschäftigen, eine Jesaja-Rolle. Ein ganz spannendes Buch aus dem Alten Testament. Es lohnt sich darin zu lesen. Er hat etwas getan für seine Spiritualität. Ein bisschen religiös, sagte ich ja schon, war er ja. Gott allein weiß, wo jeder einzelne von euch hier auf dieser Freizeit steht, auch was dieses Thema angeht, womit du gerade gefüllt bist, was dein Leben so ausmacht. Was liest du? Womit fühlst du dich? Und dieser Finanzminister, er liest das wichtigste Buch der Welt, das Buch der Bücher. Es ist Gottes ausgehauchtes Wort an uns, diktiert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben von Menschen. Wer die Bibel liest, der liest die pure Wahrheit. Eigentlich, was ich hier sage, ist hoffentlich selbstverständlich für uns alle. Und doch begegnen wir immer wieder auch unter Christen, dass man Gottes Wort anzweifelt. Dass man meint, und doch ist da menschliches Wort doch drin enthalten. Es ist doch nicht alles pure Wahrheit. Da sind auch Fehler drin, Übersetzungsfehler und Widersprüche. Nein, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und ich warne euch, da irgendwie Abstriche zu machen oder Zweifel daran zu haben.
Die Bibel ist von A bis Z sein heiliges Wort. Und wir tun gut daran, sie zu respektieren und aufzusaugen, tagtäglich. Gott teilt sich den Menschen mit, die er so sehr liebte, dass er sogar seinen Sohn gab. Wir haben heute Morgen von Eleanor davon gehört, Johannes 3, Vers 16. Und er hat uns einen Liebesbrief hinterlassen, das ist die Bibel. 66 Bücher an der Zahl, ein einzigartiger Liebesbrief an uns. Befassen wir uns damit? Lesen wir ihn? Oder steht er bei uns nur im Schrank und wir füllen doch unseren Kopf mit so vielen anderen Dingen? Der Finanzminister liest zur Abwechslung in seiner Staatskarosse mal nicht Börsenberichte oder irgendwelche Zahlenkolonnen, so als Finanzminister, die er sonst immer lesen muss, sondern er befasst sich tatsächlich mit Gottes Wort. Wie sieht es bei dir aus? Auch hier auf der Freizeit. Lies da drin. Aber hier fällt es ja noch leicht. Viel entscheidender ist, wie sieht es im Alltag aus? Liest du dann auch in deiner Bibel? Oder verkommt sie dann, ja, als nettes Delikt im Schrank verstaubt und wird eigentlich nie hervorgeholt. Vielleicht ist es an der Zeit, auch da nochmal wieder drüber nachzudenken, wie die Prioritäten in deinem Leben sind. Das Lesen der Bibel kann dein Leben verändern. Wir kennen immer diese Werbung bei Medizin, dann heißt es, fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Hier fragt man nicht den Arzt oder Apotheker, sondern fragt einen echten Christen, der das erlebt hat. Der wird dir erzählen, wie spannend die Bibel ist und wie viele gute Sachen darin stehen. Aber ich denke, die meisten von uns wissen sehr gut, was da drin steht. Aber gehen wir weiter. Die zweite Frage steht genauso im Text drin. Also das erste, was liest du oder womit füllst du deine Seele? Die zweite Frage stellt im Grunde der Philippus an den Finanzminister. Verstehst du denn, was du da liest? Wir haben gelesen, Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Christ zu werden hat was mit Verstehen zu tun. Wer Jesus nachfolgt, wer ein Jünger Jesu wird, wer Christ wird, der muss seinen Verstand eben nicht an der Garderobe abgeben, wie man oft so gerne sagt, sondern im Gegenteil, wir brauchen unseren Verstand, um auch alles aufzunehmen, um die Bibel zu lesen, um einer Predigt zu folgen. Dieses Verstehen hat auch nichts damit zu tun, dass man besonders gebildet ist, intellektuell ist. Sicherlich dieser Finanzminister, der war es, ganz bestimmt, der konnte sogar Hebräisch offensichtlich, Jesaja wurde war in Hebräisch geschrieben. Aber die Bibel zu verstehen ist nicht eine Frage von Bildung, sondern hängt davon ab, was Gott in dir, in deinem Herzen wirkt. Denn wir sehen ja, wie der Finanzminister plötzlich an seine Grenzen kam. Der Finanzminister sitzt zwar in einem schicken Wagen und ist eine hochgestellte Persönlichkeit, aber er ist Gott sei Dank nicht eingebildet. Er lässt sich helfen. So diese Frage an Philippus, als der neben ihm daherläuft, wie gut, dass der Wagen ganz langsam offensichtlich gefahren ist oder muss ein Weltrekordläufer gewesen sein. Oder eigentlich steht ja auch ein Ring daneben her. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er lädt den Philippus ein, zu ihm in den Wagen zu steigen. Und diese Hilfe brauchen wir eigentlich alle, ob wir noch gar kein Christ sind, hier auf dieser Freizeit. Du bist zwar dabei und du bist auch schon länger in der Jugend und wir denken vielleicht alle, du bist wirklich ein Jünger Jesu, aber in Wirklichkeit bist du es gar nicht. Da will ich dir Mut machen, auch gerne die Hilfe von anderen zu suchen und zu sagen, Mensch, ich verstehe das alles noch nicht. Mach es doch wie der Finanzminister. Komm, hilf mir, die Bibel zu lesen, die Bibel zu verstehen. Wir haben hier so viele Leute, die gerne dazu bereit sind, dir zu helfen, wie es Philippus bei dem Finanzminister getan hat. Die Passage, die der Finanzminister gerade gelesen hatte, ist für einen Unkundigen in der Tat nicht einfach zu verstehen. Er liest einen uralten Text von seiner Zeit 700 Jahre zurück. Sowas hat er an seiner Hand und liest es. Von einem sogenannten Propheten Jesaja, den er auch nicht kennt. Aber nun lass es mal auf dich wirken. Dieser Mann hat von nichts eine Ahnung. Er weiß nur, dass der Gott Israels schon irgendwie Power hat. Das hat er mal so mitgekriegt. Deswegen ist er auch dahin gereist. Aber jetzt liest er diesen Text wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. So duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt. Hä? Und an dieser Stelle sehen wir Gottes genialen Plan. Wenn man das so alles auf sich wirken lässt, da ist dieser
Finanzminister alleine mit seiner Jesaja-Rolle und ist völlig perplex. Was soll das alles hier mit Schafen und so? Aber Gott hat auch längst Vorsorge getroffen und hat den Philippus genau dahin geschickt, an diese einsame Wüstenstraße. Das ist auch unglaublich. Genau da soll er ihn treffen. Gottes Plan ist so doll, so einzigartig, genial, so detailliert. Gott wollte den Minister retten, ihm die Augen, die Ohren, das Herz öffnen und hat dazu seinen Jünger Philippus an die einsame Landstraße bestellt, der nun dort auf weitere Instruktionen wartete. Aber so groß warten brauchte er gar nicht, als diese vermutlich schwarze Limousine jetzt mal in meiner Beschreibung kommt, Audi A8 oder was auch immer, so wurscht, da wusste er schon Bescheid. Da kommt der Auftrag. Verstehst du auch, was du liest? Sagt Philippus zu dem Finanzminister. Der Text spricht von einem Schaf, ein junges Schaf, unschuldig, wehrlos, ohnmächtig. Und dieses Schaf wird zu einem Schlachter geführt. Ich meine, da kann man wirklich nur Bahnhof verstehen, wenn man keine Ahnung davon hat. Er wollte eigentlich was Religiöses lesen und nun liest er irgendwas von Schafen und von Schlachten. Was soll das alles? Versetzt euch mal da rein in diesen Finanzminister. Wie würdest du dich fühlen? Er wollte doch eigentlich was Spirituelles haben und nichts Kulinarisches. Die Bibel sagt, ein natürlicher Mensch vernimmt oder nimmt nichts an, wie heißt es genau, ich kann meine Schrift gerade nicht lesen, nimmt nicht an, was der Geist Gottes, was, wenn das Wort ist? Es ist ihm Torheit. Also irgendwie, gemäß gesagt, ein natürlicher Mensch versteht Geistliches nichts. Es muss ihm vom Himmel offenbart werden. Ich glaube, ihr kennt auch solche Bibelstellen. Gott muss einem Menschen die Augen dafür geöffnet haben. Deswegen sagen die Ungläubigen auch über das Thema Kreuz, was soll das? Die Botschaft vom Kreuz ist wirklich Blödsinn, ist eine Torheit. So heißt es 1. Korinther 1, denen, die verloren gehen. Uns ist es aber Gottes Kraft. Er versteht hier auch nur Bahnhof. Mir ging das manches Mal, wenn ich Gebrauchsanleitung gelesen habe. Ich verstand nur Bahnhof. Und ich bin froh, dass ich so einen netten musste heute Abend mal sein. Ich lasse dich mal zu Ehren kommen. Manches Mal, wenn ich dann vor so einer IKEA-Beschreibung, es geht vielleicht, es gibt ja andere Sachen, dann muss Mario mir helfen, weil ich dieses ganze Fachchinesisch nicht verstehe und ich die Dinger vielleicht noch verkehrt rumhalte und dann plötzlich alles falsch aufbauen würde. Aber Mario regelt es dann. Die Bibel ist eine wunderbare Gebrauchsanleitung für unser Leben. Aber wie tragisch, wenn man sie nicht versteht. Wie tragisch, wenn man einfach keinen Zugang bekommt. Und dieser Christ, dieser Philippus erklärt nun dem reichen Äthiopier, wer dieses Schaf ist und um wen es hier eigentlich geht. Und letztlich ist es natürlich der Heilige Geist, der dem Finanzminister die Augen oder besser noch das Herz öffnet, sodass er versteht, was er liest. Vorher war die Bibel nur ein religiöses Buch, nur ein Mythos. Eine Sammlung von netten Legenden und Weisheiten. So ging es euch vielleicht auch. Ich kenne manche Menschen, die so mit der Bibel umgegangen sind. Aber mit einem Mal sind ihnen die Augen aufgegangen. Sie haben erkannt, hier ist Kraft. Hier spricht der lebendige Gott ganz persönlich zu mir. Es ist ein anderes Buch als der Koran. Es ist ein anderes Buch als die Schriften von Buddha, von Konfuzius oder von sonst wem. Hier spricht Gott selbst zu mir. Und möge es so auch bei dir auf dieser Freizeit sein, der du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dass das Wort Gottes dich packt. Dass Jesus dein Herz verändert durch das Lesen seines Wortes. Hier wird dem Finanzminister erklärt, wer dieses Schaf ist, dass es um Jesus Christus, den Sohn Gottes ist, die Schlüsselfigur der ganzen Weltgeschichte, dass er gekommen ist, um für uns zu sterben, um unsere Sünde stellvertretend auf sich zu nehmen, um die Strafe des gerechten Gottes auch für uns zu tragen. Der Kern des Evangeliums wird hier erklärt von Philippus an diesen Finanzminister anhand dieses Textes aus Jesaja. Dieses unschuldige Lamm namens Jesus nahm alles auf sich und erhielt die gerechte Bestrafung. Ja, so steht es hier in der Jesaja-Rolle. Und ich stelle mir vor, wie spannend es ist, dass plötzlich dieser Finanzminister erkennt, was er gerade nicht verstanden hat, aber langsam gehen ihm alle Lampen auf. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er, lesen wir dort. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm.
Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn bestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld trafen wir und wir sind gerettet. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Dieser bekannte Text aus Jesaja 53, wir kennen ihn alle, haben ihn schon manches Mal gelesen. Das alles hat das Herz dieses Finanzministers getroffen und vieles mehr. Philippus hat ihm das erklärt, hat auch mit ihm über das Thema Taufe gesprochen und vieles mehr. Ich wünsche mir, dass auch heute oder auch auf dieser Freizeit von euch Leute das verstehen, dass Jesus der Retter ist, dass er der gute Hirte ist, dass er der Schatz ist, den wir alle brauchen. Wir sind hilflose Schafe, die in die Irre gegangen sind. Wir brauchen Schutz und Geborgenheit. Wir brauchen die Veränderung unseres Lebens. Man kann die Bibel lesen und unwahrscheinlich viel aufnehmen. Du kannst den Psalm 23 vielleicht perfekt auswendig aufsagen. Das Vaterunser sowieso und auch viele andere Sachen. Aber es nützt dir überhaupt nichts, wenn du nicht verstehst, wer Jesus Christus ist. Die ganze Bibel kannst du komplett mehrfach durchgelesen haben. Aber es nützt dir überhaupt nichts, wenn du keinen Kontakt zu Jesus hast, wenn du irgendwie doch entfernt von ihm bist. Vergiss es, spar dir das alles. Du kannst lesen ohne Ende, aber es ist entscheidend, dass du auch verstehst, was du da liest. Man kann so viel in der Bibel lesen und doch nichts verstehen. Erst wenn man Jesus erkannt hat, das lebendige Wort, dann hat man wirklich verstanden. Und das wünsche ich mir so sehr auch auf dieser Freizeit, dass junge Leute verstehen, wer Jesus ist. Dass sie verstehen, worum es in der Bibel geht. Dass sie einfach offene Augen, offene Ohren, offene Herzen für den Herrn aller Herren, für den König aller Könige bekommen. Bei Jesus können wir unsere Schuld abladen. Wir haben es heute Morgen schon von Eleanor gehört. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Nur, welche Konsequenzen ziehst du daraus? Was machst du damit? Das ist der letzte Punkt dann auch schon. Du hast gelesen, du hast eigentlich auch verstanden, worum es geht. Aber was machst du jetzt damit? Tust du, was du nun weißt und was du richtig findest? Oder was machst du damit? Dritte Frage, handelst du nach dem, was du verstanden hast? Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagt die Schrift, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Das ist jetzt der Zusatz, der nicht in allen Bibelübersetzungen drinsteht, aber ich habe ihn ja aus der Schlacht aber bewusst reingenommen. So ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, oder anderes Wort Finanzminister, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Finanzminister sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Der Finanzminister in seinem gepanzerten Audi A8, der zieht Konsequenzen, der lässt das alles nicht so einfach auf sich wirken und hakt das dann ab, sondern er handelt danach. Er hat gehört, ihm wurde alles erklärt und deswegen so seine klare Anweisung an Philippus, hey, hier gibt's Wasser, spricht was dagegen, dass ich getauft werde. Und Philippus hat ihm ganz sicher erzählt, dass die Taufe eine Konsequenz aus dem Verstehen ist, dass man, nachdem man von Neuem geboren wurde und Jesus erkannt hat und sich von falschen Wegen bekehrt hat, dann als symbolisches Zeichen dessen, was innerlich geschehen ist, sich taufen lassen soll. Ich habe mich gefreut, bei der letzten Freizeit konnte ich nicht dabei sein. Zwischendurch rief mich dann André an und gesprochen und sagte, ah, wir kommen nach Hause und André, kannst du schon darauf freuen, da sind Leute, die wollen sich taufen lassen. Und ich fand es super, einige von euch dann im Laufe der folgenden Wochen und Monate unter Wasser bringen zu dürfen. Und vielleicht
haben wir auch wieder nach dieser Freizeit Grund, in dieser Weise uns zu freuen. Es ist etwas Großartiges, sich zu Jesus zu bekennen, Konsequenzen auch in dieser Weise zu zeigen. Ja, ich glaube an Jesus, ich folge ihm und deshalb lasse ich mich als Zeichen dessen auch taufen, so wie es auch dieser Finanzminister getan hat. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Die Taufe ist keine Option. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern und tauft sie. Aber Jesus hat es uns nicht nur befohlen, sondern es sogar uns selbst vorgemacht. Er hat sich taufen lassen. Wie viel mehr sind dann auch wir gefordert, das zu tun? Wer sein Verhalten ändert, der muss vorher Hindernisse wegräumen. Vielleicht hindert dich dein Stolz daran. So viele Jahre bist du alleine zurechtgekommen. Ohne Jesus, ohne Taufe, ohne das alles. Aber jetzt merkst du eigentlich, Mann, ich muss einen Schritt weiter gehen. Ich sollte mich doch voll und ganz zu Jesus zu stellen. Hör auf mit deinem Stolz. Nimm ihn beiseite und sag, Jesus, verzeih mir. Ich will klare Verhältnisse schaffen. Ich will ganz und gar dir nachfolgen. Bislang hast du dein Leben ganz alleine gesteuert. Aber ist es nicht an der Zeit, das Steuer jetzt Jesus in die Hand zu geben? Gerade auf dieser Freizeit, wo wir doch erkennen, wie groß unser Schöpfer ist anhand der Bergwelt, wo uns doch bewusst wird, auch in all diesen Lobpreiszeiten und auch Impulsen, die wir aufnehmen, Gott ist hier, er redet zu uns. Willst du ihm nicht dein Leben anvertrauen? Das Untertauchen im Taufwasser ist ein Symbol dafür, dass das alte Leben begraben wird und du zu einem neuen Leben aufstehst. Oder dass das alte Ego zusammen mit Christus gestorben ist und dass wir mit Jesus leben. Oder auch, dass die Sünde abgewaschen ist. Ist es nicht an der Zeit für dich, auch so ein Zeichen zu setzen? Der Finanzminister hat gesagt, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Das ist auch eine ganz starke Frage. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Der Finanzminister war so klar, er hat Jesus erlebt. Für ihn gab es keinen Hinderungsgrund mehr. Aber vielleicht gibt es noch für dich einen Hinderungsgrund, dass du einfach gebremst wirst. Und die Frage ist, was hindert dich? Vielleicht deine Familie, deine Freunde, dass du nicht ganze Sache mit Jesus machst. Ich verstehe, das sind ungläubige Freunde um dich herum, die haben ganz andere Interessen und die belächeln dich, wenn du mit Jesus lebst. Aber ist das wirklich ein Hinderungsgrund? Jesus hat alles für uns getan. Und wir haben schon eindrucksvoll gehört, wie Väter von uns in der Vergangenheit, Stephanus zum Beispiel gestern, ganze Sache gemacht haben. Gibt es für dich einen Hinderungsgrund? Vielleicht hindert dich der Gedanke, was sollen die anderen über mich denken, wenn ich Christ bin? Das soll dir egal sein. Denk vielmehr, was denkt Gott über dich? Vielleicht hindert dich dein Gefühl, ich bin nicht gut genug für Gott. Ich habe noch so viel Mist um mich herum und irgendwie bin ich noch gar nicht bereit dazu. Wenn du Jesus erfahren hast, wenn er dein Herr ist, vertraue ihm dein Leben an und er wird auch dafür sorgen, dass sich auch alle Dinge in deinem Leben ordnen, die bisher vielleicht noch nicht geordnet sind. Glaubst du von ganzem Herzen an Jesus, deinen Erretter, fragt Philippus den Finanzminister, dann ist es recht, dass du getauft wirst. Ja, ich glaube, sagt er. Und dieser Glaube, das war etwas, das nicht von ungefähr gekommen ist. Dieser Glaube ist ihm nicht auf dieser kurzen Autofahrt eingebläut worden, sondern dieser Glaube war ein Geschenk von Gott. So, wenn dir die Augen geöffnet werden für die Bibel, wenn du Jesus erkennst, wenn du Glauben bekommst, so darfst du dich glücklich schätzen. Und ich will dir auch Mut machen, auch zu sagen, Gott, begegne mir. Lass mich noch mehr verstehen auf dieser Freizeit. Öffne mir die Augen, die Ohren, das Herz für dich. Der Finanzminister hat das erlebt. Er hat ein verändertes Leben bekommen. Wie sieht es bei dir aus? Ich komme zum Schluss noch einmal. Was liest du? Womit beschäftigst du dich? Womit füllst du dich? Sind es harmlose Sachen? Oder sind es Sachen, die wirklich dich dermaßen verunreinigen, dich runterziehen, die Sünde, die dich kaputt macht? Womit befasst du dich? Ist es nicht an der Zeit, die Dinge, die dich von Jesus trennen, beiseite zu nehmen und ans Kreuz zu bringen und zu sagen, Herr, ich kapituliere vor dir. Das, was ich bisher gemacht habe, das war Heuchelei, das geht überhaupt nicht. Vergib mir, ich will ganz mit dir leben. Ich will diese Sünde aufgeben, will sie dir ans Kreuz geben. Verstehst du,
was du liest? Verstehst du, was die Bibel über Jesus sagt? Mach die Ohren, die Augen, dein Herz ganz weit auf, dass du das alles aufsaugst, was auch hier in diesen Tagen davon gesprochen wird. Aber bitte natürlich auch Gott, dir zu begegnen, dein Leben zu verändern, wie es dieser Finanzminister erlebt hat. Wir lesen zum Schluss, dass dieser Philippus weggebeamt wurde. Ein kurioses Wunder, weg war er. Ich weiß nicht, wie der Finanzminister da geguckt hat, das heißt, er hatte andere Sorgen. Bei ihm lesen wir nur, er war von Freude erfüllt und setzte seine Reise vor. Das war das Größte für ihn, dass er jetzt Jesus hatte. Und er ist in dieser Kraft und Erfüllung mit dem Heiligen Geist nach Hause gezogen. Ich würde mich so freuen, wenn viele von uns auch in dieser großen Freude von dieser Freizeit nach Hause kommen. Dass eure Eltern staunen, eure Klassenkameraden oder Lehrer und merken, Mensch, ihr seid verändert, ihr seid anders. Gott hat ein Wunder getan. Ich lade euch ein, euch auch in dieser Weise Gott zu stellen, euch nach ihm auszustrecken. Das können wir auch gerade heute Abend tun. Wir wollen beten. Ja, ich danke dir so sehr für diese wunderbare Geschichte, in der du uns deutlich gemacht hast, wie ein Mensch, dazu noch ein so prominenter, verändert wurde, wie er dich kennengelernt hat. Und Herr, ich bitte dich so sehr, dass du auch hier auf dieser Freizeit, auch heute Abend, Menschen veränderst, junge Menschen, die dich zwar irgendwo kennen, aber wo doch noch Defizite sind, die noch von dir entfernt sind, wo ja, viele Dinge bei ihnen eine Rolle spielen, die im Weg stehen hin zu dir. Herr, wir haben hier gelesen, dass Frage ist, womit wir uns beschäftigen. Herr, vergib uns, wo wir uns mit so viel Müll befasst haben, mit so vielen anderen Sachen, aber nicht mit dir. Vergib uns, Herr, und lass es anders werden, dass du auch in dieser Weise die Priorität Nummer eins in unserem Leben bist. Dein Wort, du selbst. Und Herr, lass uns auch verstehen, was wir lesen in deinem Wort. Herr, gib uns Erkenntnis darüber. Aber damit nicht genug, Herr. Wir wollen nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter. Und Herr, du kennst jeden Einzelnen auch heute Abend hier. Du weißt, wie er zu dir steht. Womit er sich zur Zeit oder in letzter Zeit befasst hat, womit seine Seele gefüllt ist, wie nah oder wie weit er entfernt ist von dir. Herr, ich bitte dich, lass es doch auch heute und in diesen Tagen so sein, dass Menschen mit dieser Finanzminister verändert werden, dass sie von Neuem geboren werden. Herr, wir wünschen uns das so sehr, dass dann auch nach dieser Freizeit Leute da sind, die sagen, ja, ich sage ja zu Jesus, ich lasse mich taufen, bin dabei. Während wir beten, möchte ich einfach auch so herausfordernd euch fragen, ob ihr euch wiedergefunden habt, dass ihr eben nicht euch mit den rechten Dingen befasst, euch füllen lasst, sondern so viele negative Dinge sind da, so viel Sündiges. Und euch herausfordern und fragen, wenn ich verstehen wollt, was wichtig für euer Leben ist, ob ihr nicht auch Konsequenzen ziehen wollt und handeln wollt, was im Wort Gottes geschrieben steht und Jesus nachfolgen wollt. Ich möchte für solche Leute heute beten, dass Gott euch hilft, auch den Weg konsequent mit Jesus zu gehen. Wer ist da und braucht in dieser Weise Gebet, dann streckt deine Hand hoch. Dann gehen schon einzelne Hände hoch. Ich danke euch. Ja, Dankeschön. Danke. Ganze Reihe von Händen. Ich freue mich darüber. Dankeschön. Aber vielmehr freut sich Jesus darüber, dass ihr sagt, hier bin ich. Ich habe mich mit so viel unnützen Sachen gefüllt und so viele Sachen, die mich auch weggehalten haben von dir, Jesus. Aber jetzt will ich dir folgen, Herr. Jesus, ich bitte dich, dass du auch jetzt all die Leute nimmst, die ihre Hände zu dir emporgestreckt haben, damit bekannt haben, dass sie entfernt von dir sind, dass in ihrem Leben Dinge nicht richtig laufen. Aber sie dürfen Hoffnung haben heute Abend anhand dieser Geschichte von dem Finanzminister, der auch nichts verstanden hat, der so weit entfernt war. Aber du hast ihm die Schrift geöffnet, du hast ihm gezeigt, wer du bist, Jesus Christus,
nämlich der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr, der König aller Könige. Lass es auch so sein bei den Leuten hier, dass sie dich voll und ganz erfassen und dass da heraus dann auch eine Veränderung ihres Lebens geschieht, dass sie ganze Sache mit dir machen, dass sie eben jetzt nicht nur Hörer sind und verstehen, sondern dass sie auch danach handeln, dass sie aufhören, sich von irgendjemand daran hindern zu lassen. Der Finanzminister hat gesagt, was hindert's mich? Das Wasser, ich will mich taufen lassen. Herr, ich bitte dich, gib meinen lieben Freunden hier Mut, Courage, Kompromisslosigkeit, auch dir nach dieser Freizeit konsequent nachzufolgen, sich nicht von anderen abhalten zu lassen, sondern Ja zu dir zu sagen. Herr, ich segne sie, Herr, und ich danke dir, dass du dein Werk weiter an ihnen tun wirst, Herr. Wir preisen dich auch jetzt in einer wunderbaren Zeit des Lobpreises weiter. Amen.